Moin Moin, da ist er wieder, euer Reaper 2000 HD, für euch live und in Farbe bunt bunt. Mal wieder vergessen, mein Mikrofon einzuschalten. Nobody is perfect. LOL. Und wie immer am Start, immer noch mit der Mission. Rocky Mountain war Pity anlegen. Über 14. Also, ja, über 14 Ender. Minimaler Abstand 50 Meter. Das Ganze entweder auf dem Hochsitz, Ansitz oder über den Zielstock. Bevor ich mir hier 3 Stunden auf dem Hochsitz zubringe, lieber über den Zielstock. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Bei uns regnet's. Es regnet in Strippen, sagt meine Frau. Mir den Spaß erlaubt, mir mal die Armorpfeile zu holen. Die da. Ich hoffe, ich habe die rechten jetzt eingesteckt. Mal kicken. Apropos. Ansonsten, was gibt es sonst noch neu? Homepage ein bisschen aufgeräumt, die Lurch ist ein bisschen aufgeräumt und zusätzlich noch ein paar Listen erstellt. Das hat ein wenig schneller vonstatten geht. Damit ich quasi gleich weiß, wenn ich was geschossen habe, ob sich das zur Präparation lohnt. Und ich würde mal sagen, bis zur Straße und dann kicken. Letzte Mission, Attraction,
Rocky Mountain Rapidity more than 14 Ender. Ist das, denke ich, 14 Ender? Keine Ahnung, egal. Gucken, ob der Grüne seinen Papa mitbringt. Na, Kike, in Erstaunen. Wüsste ich's doch. Komm schon, bleib stehen, mein Freund. Lächerlich. Wo stehen wir denn aktuell beim Rocky? Liste, schlaue Liste, 377. Also zumindest von den Präparierten. Ich glaube 412. Ne, 412. War schon mal auf Foto. Genau. Irgendwie so. Bla. Grafikeinstellungen von OBS, die sind geil. Übelst. Endlich funstet mal.
Es regnet, es regnet. Also nicht hier im Spiel, bei uns. Problem an der Sache, hier vorne steht noch der Junge, der Kleine. Das ist Mist. Kollege da hinten, der hat sich schon gut ernährt. Sicherheitshalber. Oh, wieder hier mit die Bäume, ey. Das ist Käse. Besser. Wird sie nennen. Oder? Lol, der ist so dicht dran. Wie viel hat er? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. So, jetzt kommen wir zu den Teil mit dem Hund, ne? Ich habe im Baum rein gerätscht. Nee, würde er sagen. Darauf achten, dass ich den Hund noch ein bisschen nach vorne level.
Hund hin? Das Knete, was er gerade macht. Das ist die Hinspur. Nee, 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 nee. Der ist noch nie tot. Oh Mann, tut mir leid, Junge. Zu 377. Ah ja, machen wir jetzt ein schönes Bild. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. 100 Rocky Mountains. Erst jetzt. Wer kommt da gerade angelaufen? Ach, da hinten. Hä? Lol. Matrix.
machen wir? Clever. Keine Erziehung. Ist das hinten jeder rennt? Eine. Hier ist garantiert ein Bärchen unterwegs. Da unten oder oben? Denkt man darauf, dass da unten Bär unterwegs ist? Ein Grizzly? Los. Jetzt kann ich wieder da bleiben. Lull. Lull. Ach, das ist der Bär. Komplett durch, ey. Krass. Krass, krass.
Nonken Oak Tracking School Level Up. You've reached. Sehr schön. Und sagt der Dicke. 177,1. Weibchen. Und ein 16er. Nicht, du, habe ich dem Bruder verfehlt? Echt? Ich hab den Fall nicht hier sehen. Guten Moin! Moin, moin! Und Weidmanns Heil! Oh, läuft, 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 läuft. Danke und zurück. Hier die letzte Mission von Rocky Mountain Wapitis gerade am Laufen. Mal wieder. So einen 14 Ender schießen, also drüber. Aus weniger als 50 Meter und das Ganze entweder vom Hochsitz, Ansitz oder von einem Zielstock aus. Ja, dachte ich mir auch so. Nein. Problem an der Sache, das ist wie die berühmte Nadel im Nadelhaufen. Find mal den richtigen auf so einer großen Map. Ja, schieß mal los. Es sei denn, es sind die Spots, die auch auf der Karte im Netz sind. Dann kenne ich die schon. Aber leg mal los, sag mal. Die Karte. Oh. Schieß los. Wo?
meistens eins immer im Kreis. Aber die halten mir schon zur Brust genommen. Und hier ist gerade einer unterwegs. Gerade gesagt, hier die hier immer im Kreis laufen, die habe ich mir schon vorgeknöpft, die sind schon futschi. Und hier ist gerade einer unterwegs, der rennt hier durch. Ja, wenn du nicht verstanden hast, wie gesagt, ja, kannst du ruhig verraten. Ich hör dir zu, ich lese. Du hast eine andere Latsch, wenn du tatsächlich unter einer Seele bist. Wollen wir ja mal testen. Aha. Cool, danke. Ja, aber gleich mal kicken. Mal schauen. Was mag denn hier? Blödsinn. Gucken, was hier abgeht. Jo, hatte ich bei ihm auf dem Stream gesehen und dachte ich mir, fragst du mal an, ob du auch in DC rennen kannst, in Discord.
Bild ist raus. Hast du jetzt im Discord was geschickt oder? Mal schauen über den Zaun, eine neue Nachricht. Geil. Glaub mal ausprobieren, wa? Normalerweise hier eigentlich immer in der Region, alles was hier oben ist, mit Wappetis und hier in der Mitte. In die Ecke heike eigentlich soweit meistens ausgelassen, keine Ahnung warum. Getestet. Zu Befehl. Genau. Stress ist es. Hältst du davon, wenn ich eine Map aufmache und dann zeigst du mir den Baum? Oder hast du keine Zeit? Könnten wir auch tun, klar. Cool. Na dann. Flutsch.
mit S und Ö Arschbacken zusammenkneifen. Und gucken, dass ich ihn wieder ein Bild kriege. Nobody is perfect. Ist schon offen. Geht schon los. Muss nachher noch die Musik rausschneiden, sonst krieg ich wieder Ärger von YouTube. Quatsch. So. I'll be waiting, Server's offen. Alles klar, okay. Nö. Wieso das? Wieso bist du wieder raus? Box, die Ports sind behindert. Da ständig ja nicht bei anderen drauf. Aha. Das ist ja krass. Okay. Dann halt bei dich. Bei dich, bei dich, bei dich. Heißt der nur 1, 2, 3? Ach so.
Moin, auch an dich, Kaiserkater. Der Server heißt wirklich 1, 2, 3 bloß? Ach, da ist er. So, kicken wir mal. Zack. Bin unterwegs. Schön über den Zaun. Roger said. Ja. Ein Zerspieler. Counter-Strike. Feuer in Hohl. Noch ein Hühnchen. Sehr schön. Servus, Grüezi und Hallo. Winke, winke. Du läufst vor. Ah, denn dein Hund hat versagt. Düb, düb, düb.
Hast du... PS, hast du einen Rüden oder was ist das? Der Hund. Jo. Okidoki. Kaiser Kater ist schon wieder raus aus dem Chat, so wie das aussieht, wa? Nee, da ist er. Er beobachtet uns. Lass ihn laufen. Siehst du da. Und was Jutta erwischt, Kaiserkater? Ah, erst ist es ruhig und dann geht das Adrenalin nach oben. Vor allem, wenn du ein Albino vor der Ohren hast oder Antibes. Und Score, was hat er gehabt? Ist nicht wahr. Wo? Schwarzer Polarbär. Seit Ewigkeiten schon auf der Suche. Ja, das ist klar. Hey. Fett, fett, fett.
erstaunen an dem. Das ist ja egal. Und kein Zelt dabei habt oder was? Dass ihr schnell Waffenwechsel und dann. Tür schon in der Nähe. So viele dran, können wir ja noch eins dran machen, wa? Nein! Alle guten Stellen schon verbraucht? Kannst du knicken. Oh, oh, ich wollte den eh mal testen. Oh ja, kommt er wieder zurück. Was will man? Na bitte, das war der Sound, den wir wollen. Schauen wir mal, ob es klappt. Kappen hier sehen. Oh, dahinter steht noch ein zweites Vapiti.
zeig mir deine Enden und ich sag dir, wer du bist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und der dahinter. Und da kommen noch welche, Alter, das ist ja übelst hier die. Fetzt ja. Der erste ganz vorne, der sieht gut aus. Für die Mission zumindest. Problem an der Sache, die müssen unter 50 Meter rankommen, ne? Den Spot werde ich mir unbedingt mal merken und den Weg mal auf eigenen gehen und dann den Zweemann-Sitz hier anbringen. Na, erstmal eine Runde ballern. Flitzpieper, hau ab hier. Frau Kleen. Kleen, Zeus, Mist. Kostet bloß Pfeile. So, was haben wir da hinten mit? Schnappst du die im Bären? Peng. Alles cool. Mach doch. Und schieße laut. Kein Schalldämpfer dabei. Okay, machen wir. Wir warten auf die zweite Welle. Jo. Zumindest wenn du den Recurve-Bogen hast, der ist ganz, ganz leise. Und wir sind live bei einer Jagd mit dabei. Sehr schön. Grauwolf versus Wapiti. Geile Sache. Ich hoffe, die Wölfe nagen nicht meine Wapitis hier an, ne? Leuchtet einer. Der rennt dann weiter und leuchtet.
Kaiserkater schreibt, vielleicht lege ich mir eine Armbrust zu, das ist ganz cool, aber da schwächt man doch das Bild ein bisschen näher auf. Darf den Dings nachher nicht vergessen. Den Grauwolf. Ich warte mal mit Wölfen. Kommt doch noch mal. Ein Wolf ist in eine Walachei reingerannt, in hinten einen Wald mit einem Pfeil im Kopf. Der macht jetzt ein bisschen Disco, Disco. Ihn finden. Komm, laufen wir da. Ich habe meinen Hund ins Zelt gebracht. Der hat heute irgendwelche komischen Allüren, der hat einfach vorhin schon angefangen zu bellen. Das war nicht so gut. Ah, der Spot ist wirklich geil. Ich hab mir gesagt, also, wenn ich nachher nochmal Lust ziehe, denn was doch cool ist, wenn du hier im Spot vorne einen Dreisitz anbaust. Oder einer von der Holztürme. Wäre auch eine Idee. Pit, die haut ja nicht mehr ab hier. Schnell mal was nachlesen. Mission nochmal. Erlegen Sie einen männlichen Rocky Mountain Wapiti mit mehr als 14 typischen Enden aus weniger als 50 Meter Entfernung von einem Ansitz- oder Tarnzelt aus oder mit Hilfe von einem Zielstock. Wenn hier mal so ein riesen Bastard vorbeikommen würde, wa? Oder der erste, den ich schon down gemacht habe.
Mir genau in den Rücken lang. Mann! Weg von meinem Zelt, meine Schokolade drin. Nicht doch. Zu hoch angesetzt. Auf die Entfernung, wie geil. Profi, sag ja. Nobody. Ist perfekt. So, ich gehe mal nach dem Wapiti gucken. Und nach dem Grauwolf. Der hier ist interessant. Mal gucken. 3,36, 3,48. Na, aber besser als nichts. Kommst du mit auf Bild? Können wir gleich machen. Rein. So. Mal gucken, wo die Spur vom Grauwolf ist. Ja, das war Pity. Machst du den war Pity und ihr guckt nach dem Grauwolf? So. Hier ist Grauwolf. Und hier ist noch vor Pity. Hier ist die erste Spur, wo ich stehe, vom Pity. Nee, Quatsch. Wow. Alter, hat die einen scheiß Rums drauf. Weatherby. Hat er hoch, hat er hoch. So, wo ist der graue Wolf lang geflitzt? Doch wieder ein Hund rauskam. Das ist er tot. Ja. Nein, die Anschütze ist beste Gun in Game.
Ist jemand fündig geworden? Dammit. Grauwolf ist scheiß Körpertreffer. Mist, Mist. Und da haut er auch schon wieder ab. Bärchen. Bockmist. Der ist Drix. Mist, 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 Mist. Bär ist in der Nähe. Hast du noch die Spur von dem Grauwolf? Ich hab die nicht mehr. Naja. Gehen wir zurück zum Anfang. Zum Anfang von der Spur und dann mit dem Hund geht die nochmal ab. Dann kann er auch noch ein bisschen leveln. So. Kehle angefeuchtet. Okay. Und dann geh nochmal zurück, nimm den Hund hin und dann komm ich hinterher.
mehr als ein 14 Ender, also ein 16 Ender, ey, das ist auch heavy. Hast du bei dir eigentlich auch diesen Bug, dass ab und zu mal, wenn du ein Zelt aufklappst und du hast deinen Hund mit bei, dass du den nicht steuern kannst, beziehungsweise Befehle erteilen? Was? Die sind mies. 415 plus. Dabei. Naja, meistens. Wenn ich sie nicht gerade vergesse. Nee, ich habe richtig fetten Bug drin, wenn ich Zelt habe und aber wenn du Zelt nicht bei hast, dann kennst du das leider noch nicht. Dann kannst du hier einfach nicht steuern. So, Hund bei, Zelt bei. Jetzt muss ich erstmal lesen, was du hier schreibst. Die Zeit dabei, wenn Trees sind unterwegs. Ich bin mal gespannt, zwei Hunde auf dieselbe Spur jetzt. Gucken, ob bei rumkommt. Ah ja, passt schon. Geht alles. Geht alles seinen sozialistischen Gang hier. So, jetzt sagt die Lust von meinem Hund 200%. Okay. Ist das geil. Zwei Hunde auf die gleiche Spur. Kommst doch vor wie in England. Zur Fuchsjagd. Ei, scheiß Steine hier. Meine aber auch. Hängt doof fest, ab und zu. Muss du mal machen mit Basic. 8 Jäger, 8 Hunde und dann Fuchsjagd.
Welche Level hat denn deiner? Also der Hund, welche Level hat denn der? Kurz 36. Meter vor mir. Alter, wo rennt der denn lang? Ist doch nicht wahr. Krasse Berge. Noch ziehend. 20. Den musst du eigentlich mal umfallen. Habe ich den hier nicht getroffen in den Schwanz? Ins Ohr. Das kann auch sein. Höchstwahrscheinlich ins Ohr geschossen. Immer noch ziehend. Ah, mein Hund steht unter Drogen. Ich weiß auch nicht. Der rennt und rennt und rennt. Ich hab dem eine ganz normale Futter gegeben. Ich schwöre. Normale Katzenfutter wie immer auf. Keine Ahnung. Ziehend. Ey, wo ist der? Nee, ist klar, jetzt rennt er hier 90 Grad Winkel hoch. Bombe! Seht, komm, ich fall den Berg runter. Ja. Ich muss ja unbedingt auf den Grauwolf ballern. Das ist wieder mal typisch. Ziehend.
immer noch. Alter, was ist das für ein Wolf? Der macht hier ihn voll auf, weiß ich hier, Batman oder was? Auf, nee, Quatsch, Blödsinn. Dick und scharf. 90 Grad Winkel, berghoch. Yeah! Die Aussicht ist einfach schön hier oben. Lol. Aber wo du recht hast, hast du recht. So ist es. Der will mich verarschen, der Wolf. Er hat ein böses Ende, glaube ich. Oh. Ach du Kacke. Die Wand krauche ich da nicht lang. Auf gar keinen Fall. Mein Hund steckt eh fest. Wow! Scheiße! Nein, nein, nein. So, ja. Alter, Alter. Ja, scheiß auf den Graulwolf. Wenn man die Linie ziehen. Gucken. Heftig. Willst du da machen? Ich krieg die E-Mail dann von Dr. und Doc Johnson wieder. So ein Mist. Kurz mal lesen. Ich will. Alles klar, das ist kein Problem. Gut. Ich danke dir.
Und wir sehen uns, ne? Wollen wir eine Runde Auto fahren? Aha. Tada! Geile Sache. Gut. Bei mir ist dann aber auch für heute erstmal Feierabend. Hab auch noch ein bisschen was zu tun. An euch da draußen danke fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss. You know you oughta pump the brakes. I can't tell you why. Don't you let it go. I'm alone, and finally I'ma let you know you're somewhere in between.